Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von LS19 Red vs. Green. Und ja, in der letzten Folge ist uns aufgefallen, dass wir plötzlich striegeln müssen hier. Weil ich dann direkt mal reingesetzt habe und hier jetzt nachts an. Nachts kurz vor 4 anfangen hier zu striegeln. Und ja, das Feld hier, das machen wir per Hand noch fertig. Dann setze ich das mit Crossplay auf die 21, schaue, wie es der 16 geht, und wir holen einmal den Crossplay-Fahrer von dem Feld, was wir da gedüngt haben, und bereiten alles dafür vor, dass wir in der nächsten Folge wahrscheinlich oder so dann diese Maisernte da machen müssen, die wir in der letzten Folge als Auftrag angenommen haben. Aber wir machen die erst morgen, weil jetzt in der Nacht, das bringt ja nichts zu machen. Aber dann haben wir uns einen Maisernte halt eben geholt, für 10, die uns 10.000 bringt. Plus ist halt eben noch den Mais, der übrig bleibt am Ende, verkaufen können eigenständig. Und sie noch mal ein bisschen extra Geld bekommen. Und ja, so ein Ernteauftrag ist auch mal was Schönes anzusehen, vor allem wenn wir noch selber nichts zu ernten haben. Und bei Crossplay müsste ich dann auch noch die 18 und die 16 das zweite Mal düngen. Weil die 21 ist ja schon doppelt gedüngt, aber die 18 und 16, die müssen noch ein zweites Mal gedüngt werden dann. Deswegen, ja. Klappt das ganz gut dann. Also ist ordentlich was zu tun jetzt in den nächsten Folgen. Das kann ich versprechen. Aber gut. Wie geht das Feld noch? Sieht man nicht. Na, die Hälfte haben wir laut Karte ungefähr geschafft. Naja. Eigentlich würde ich so eine Feldarbeit ja lieber im Zeitraffer zeigen, aber das geht ja in diesem Projekt leider nicht mit dem Zeitraffer. Ich würde tatsächlich so den parallel ja aufnehmen, und wenn ich einen Zeitraffer mache, dann wäre meine Folge um einiges beachtliches kürzer. Also mit Tobis Folge zum Beispiel. Und wir würden halt allgemein dann mit meiner Folge zum Beispiel, oder mit der allgemeinen Folge, wo Zeitraffer ist, wenn ich mir die 20-Minuten-Marke, was ja eigentlich unser Richtwert so ist, brechen, ne? Eine Tatsache in Zeit geraffter dann ist. Und hier haben wir eine kleine, kompliziertere Stelle. Thumbnails vergessen würde. So, müssen wir mal hoffen, dass keine neue Wachstumsstufe kommt. Während wir hier striegeln. Und damit wir den Mais auch noch stehen können. Da fangen wir der Mond gleich unter. Die Sonne dann bald auf. Aktuell geht ja die Sonne um einiges sehr spät auf, ja. Muss ich auch dran gewöhnen. Und wir leben noch kurz vorher im Sommer, ja, vor ein paar wenigen Monaten, da ging es noch, keine Ahnung wann, früh auf, und jetzt geht sie ganz und spät erst auf. Na gut, so ist halt eben das. Wenn man ein Jahreszeitenklima erlebt. Da ist halt eben diese Jahreszeiten vorhanden. Ist ja auch cool hier so. Der Trecker darf einen sofort zufährt. Das sieht schon cool aus, muss ich sagen. Da mit der ganzen Beleuchtung und dem ganzen Bling-Bling und so da. Das hat schon was. So, da mal gleich wieder. So, nächste Bahn. Ah ja, schaff mal das Feld, das schaff mal. Das haben wir fast fertig. Aber auch cool, so vorne nach hinten so ein riesiger Lichtkegel, den wir da abgeben. Ja, man muss auch was sehen, wenn man nachts Feldarbeit macht, ne? Ich bin gespannt auf die Maisernte, die wir dann da haben. Ja.
Buch. Hätte man das Lenkrad gegriffen, als er Alt X gedrückt hat und hat es dann direkt den jetzt hier wieder rausgeschmissen, GPS. Da darfst du natürlich nicht ins Lenkrad greifen, und sobald du ins Lenkrad greifst, dann ist Ende Gelände. Dann hört er auf. Dann darfst du wieder selber lenken. Deswegen immer erst mit Lenken aufhören und danach Alt X drücken. Also ich pflanze mir auch verneigen. Alle. So, wer hat denn eigentlich die Getreidemühle da markiert? Wahrscheinlich Tobi, weil ich war es ja nicht. Das Ding ist klar, weil die gerade irgendwie Sonderangebot hat, so dringend Zeugs jetzt braucht, aber extra gelb markiert ist in der Regel deswegen ja eigentlich nicht. Ich muss nur merken, was die nächste Bahn ist, die wir tatsächlich brauchen. Was müsste jetzt diese hier sein? Ja, das sieht gut aus. Könnte was werden. Wird zwischendurch auch mal eine Bahn auslangen, das glaube ich jetzt nicht so problematisch. Es geht halt nur darum, dass der größte Teil vom Unkraut dahin weg ist, damit die Pflanzen mehr Ertrag geben. Das Unkraut den Pflanzen nicht die Nährstoffe und so weiter sofort aus dem Boden raussaugen. Der Himmel sieht schon interessant aus jetzt so. Naja, vor sich hin vegetiert. Sieht schon irgendwie cool aus, muss ich sagen. Damit der Mond, der fast da verschwindet. Huch, jetzt habe ich plötzlich so das Gaspedal gezippt. Und dann fliegt es natürlich auch raus. Dann fliegt der Tempomat raus. Und plötzlich diese Signalisierung kam, Achtung, Feldende. Ach, sieht schon cool aus, so muss ich sagen. Mit dem Mond. Da sind wir schon über den kleinen Bohnen dranhängen, kleinen Sojabohnen. Die uns dann ordentlich Geld geben werden. Also, dass wir uns da ordentlich neues Zeug, bestenfalls eine neue Wiese holen können. So, dann neben der 16 noch eine andere Wiese haben und wir dann hoffentlich mit Tobi irgendwann mal aufholen können. Autolaut-Anhänger, den haben wir ja zum Beispiel schon. So. Nächste Reihe, und da hinten sehen wir schon das Feldende. Es sind nicht mehr so viele Reihen, die wir da machen müssen. Wir sind schon so gut wie am Ende. Ja, noch drei Reihen, glaube ich, müssen wir nach der hier fahren, oder? Ja, doch, drei Reihen, das sollte hinkommen. Fall sind es noch vier. So, dann kann ich dann den auf die 21 setzen und dann kümmern wir uns um das Düngen der 18 und der 16 und bereiten dann noch mit dem dritten Trecker und unserem Drescher und einem geborgten Mais-Schneidwerk da das Maisernten vor. So, wir können heute eigentlich auch schon anfangen. Muss mal schauen, was wir schaffen eigentlich noch in der Folge. Ansonsten wird das Maisernten erst in der nächsten Folge was. Nur noch zwei Folgen danach. So, jetzt kann ein Vögelchen dann jetzt zwitschern. Müssen wir schauen, wo die Sonne rauskommt. Dahin wird sie rauskommen. Wir wollen schon, wie es so orange wird, aber aufgehen sie noch nicht wirklich. Da ist der Mond. Und dann wird es orange der Sonne. Sieht schon cool aus, muss ich sagen. Sieht cool aus, sieht cool aus. Ich fahre jetzt auch noch zwei rein und was dann da hinten am Rand noch so ein bisschen übrig bleibt, das ist egal. Das ist, ja, ein bisschen Schmutz ist immer dabei. Und weil ich hier auch nicht mehr so großzügig wenden kann, weil, ja, ist halt ein bisschen doof. Ne. Ne, doch. Mache ich jetzt noch die Reihe rückwärts, das ist so ein kleiner schmaler Streifen. Nein, den lasse ich weg, den schmalen Streifen da.
neues Gefühl, hier dazwischen steht ja überall noch Unkraut. Das Unkraut wird gar nicht mehr weggemacht, weil der Wachsen ist jetzt schon. Ach, Mist. Dann kann ich beim Mais eigentlich auch vergessen. Aber beim Mais ist jetzt genauso, ja. Ich kann noch kurz probieren, aber. Ja, irgendwas. Weil der Mais sollte ja genau dieselben Wachstumsstufen haben wie hier das Soja. Wenn ich jetzt hier beim Soja kaum was wegmachen konnte. Na, nur hier am Anfang hat es das tatsächlich gewirkt. Deswegen, wenn ich jetzt hier beim Mais das Ding. Also beim Mais ist ja auch Unkraut komplett da. Unkraut bleibt stehen. Oh, das Ding nicht einpacken. Ja, beim nächsten Mal sollte das bestenfalls das Unkraut am Tag schon auftauchen. Weil jetzt haben wir es doch nicht mehr ganz so wirklich geschafft. Und vor allem das gesamte Feld zerstört, weil ich dann mit dem Träger durchgefahren bin, ohne Pflegebereifung zu haben. Na gut, dann park mal ein. Zumachen. Dann fahren wir den Trecker wieder weg zur Seite. Den brauchen wir jetzt bei der Ernte auch nicht vom Meistern. Ja. Genau. Einmal hier den Kurs rausnehmen. Dann würde ich sagen, fahren wir wieder zu unserem Fell, zu unserem Rennfell Dern, wo wir den Bob noch finden können. Das ist jetzt vielleicht immer auch kurz. Jetzt ist eine gescheite Idee. Und einmal die Rundumleuchte anmachen. Ich nehme ja schon beide Spuren ein, die Autos mich auch erkennen und ich dann rechtzeitig ranfahren kann, sollte KI-Verkehr auf Bluetooth, ausgeschaltet Bluetooth, kommen. So. Ich überlege gerade, nee, mitnehmen können wir das Schneidwerk nicht. Das für den Mais. Muss man mit dem Meter von Mike Style vorbeifahren, das Ding wollen. Dann schaust du uns durch die Straßen quälen können, das wird ja nicht zum Anhängen sein, das Schneidwerk und den Schneidwerkswagen, wenn die sich noch extra dafür ausleihen. Schneidwerkswagen ist überbewertet. Also müssen wir nochmal schauen, welches Feld das war und wo das liegt, damit wir dann da auch anfangen können. So sehen wir unseren Mais hier gedeihen an der Seite. Sehr gut. Das war das Schild. Von einem abkürzen und dann zack, bumm, gegen das Schild. So, Kursgenerierung. Feld 16.
sollte er mal düngen drauf. So, und Feld 7. Wo ist denn das Feld 7, wenn ich fragen darf? Da oben, das hier ist das. Okay. Das heißt, was kostet denn das? Doch, welchen Drescher haben wir erstmal? Ist eine gute Frage. Wir haben einen John Deere Drescher, okay. Also einen kleinen John Deere Drescher haben wir, ne? Also den hier. Das 7500 ist das Helianthus dazu. Was anderes. 625X und 808C. 625X und 808C. Das ist 608C und das ist 618C. T560, das ist doch unser Drescher, oder? Ja, das ist der T560, das ist nicht. Es steht auch 608 und nicht 808 da, ne? Weil die ist ganz klar im Vorteil. Also das Ding hier. Und das Leihen kostet 2000, also leihen wir uns das für 2000. Also das heißt, einmal nach hier vorne. Tor vom Drescher öffnen. Dann immer hier vorne das Tor öffnen, das wird mit dem Drescher auch rauskommen. Dann kann man den Drescher einmal rausfahren, das Ding holen, dann da hinfahren zum Feld und dann nehmen wir uns noch den Trecker und fahren dann die Anhänger zum Feld. Genau, das wollte ich nicht. Ja. Bisschen eng hier für den Drescher, habe ich das Gefühl. So, jetzt klappt es. Ich denke, es wird in der hinteren Achse lenken. Tja. Würde ich sagen, 42 kann das Ding fahren, oder? Ordentlich. Fahren wir damit mal zum Händler und holen uns unser Schneidwerk für den Mais. Noch Feld 7, das Ding ernten können. Mit 10.000, wo wir den nicht mit. Und ich mache neben viele Anhänger, damit wir so viel wie möglich zwischendurch lagern können. Also ich muss mal, ob ich alle Anhänger hintereinander koppeln kann. Aber ich sollte die genommen haben, die wir hintereinander koppeln können. Ich hoffe es zumindest mal. Ich die genommen habe. Wäre aber auch doof, wenn ich das nicht genommen hätte, weil dann müsste ich mit beiden Treckern jeweils einen Anhänger nehmen. So könnte ich eine zweifach, würde ich auch dreifach Kupplung machen. Kommt auf, wie viele Anhänger ich habe. Dass ich möglichst viel Mais da einfach zwischenlagern kann. Weil, wie gesagt, wir den Mais erst nach dem Abschließen verkaufen, weil man muss ja nicht 100% wirklich alles erfüttern zum Abschließen. Sondern ein bisschen was davon ja schlusslich gemacht haben zum Abschließen. Wenn wir diese Schusssicherheit eben der nicht verkaufte Mais ist am Ende, dann können wir den nicht für unsere Tasche verkaufen und das ist natürlich sehr vorteilhaft. Und dann für unsere eigene Tasche nutzen können. Gut, jetzt so ein bisschen breiter, dann sollen wir aufpassen, dass wir den Leuten zu preifern. So. Sagen, bei Tobi vorbei ist kürzer. Also fahren wir bei Tobi vorbei. Ich sehe auch den nur. Was macht der denn hier? Hat der eine Meise oder was? Nee, ich ernte Maisfeld. So, die Rundumleuchte habe ich an bereits. Hier. Also alles sicher. Ja, jetzt brauche ich wirklich beide Straßenseiten.
Wenn jetzt Tobi entgegenkommt, hat man ein Problem, ne? Aber gut, das kriegt man hin, das kriegt man hin. Das ist nichts, was sich nicht lösen lässt. Huch. Fühlt man so ein bisschen die Kontrolle, aber gut. So, jetzt sagt Tobi Ende. Das heißt, ich würde noch bis Tobi kurz fahren, dann kann man wirklich Ende machen von der Folge. So, also ich kann auch noch ein schönes Thumbnail schnell mal machen. Da. Thumbnail macht ein schönes. Gut, haben wir noch ein paar Thumbnails gemacht. So, dann würde ich sagen, danke ich mich recht herzlich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss!